Nummer 3. 5400 gegen 2000. Hallo die Waldfee, Erzherrscher Christa. Falls du genau 4 Monster vom Typ Fee in deinem Friedhof hast, kannst du diese Karte Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Falls diese offene Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt werden würde, wird sie anstattdessen auf das Deck ihres Besitzers zurückgelegt. Okay. Außerdem sind alle Einbildungsherrscher. Gegner kann keine Monster Spezialbeschwörung beschwören. 4 Gravity Bands klingt illegal, außerdem Kräfterauben. Was haben wir hier? Degradierung. Stufe um 2 verringern. Verlockung der Finsternis, die Karte, die ich für unser Deck haben will. Autonome Eingreiftruppen. Flucht aus der finsteren Dimension. Wähle eins deiner aus dem Spiel entfernten Finsternismonster, beschwöre oder Spezialbeschwörung, wenn diese Karte. Achso. Das Call of Land für entfernte Finsternismonster. Ehrung der Verdammten. Classic. Ewig infernaler Wächter. Solange du keine Karten auf deiner Hand hast, kannst du diese offene Karte nicht durch Kampf oder Karteneffekt zerstört werden. Okay. MST, ewig infernaler Zerstörer. Wenn diese Karte ein Monster des Gegners durch Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, füge deinem Gegner 1600 Punkte Schaden zu. Recycling Genex, aktiviere diese Karte, indem du ein Genex-Monster in deinem Friedhof wählst. Oh Gott, Genex-Karten. Bis zu Endphase. Verwende diese Karte wie die Monsterkarte aus deinem Friedhof. Dieser Effekt kann nur einmal pro Zug genutzt werden. Was haben wir denn hier? Verbündete der Gerechtigkeit. Und 100-äugiger Drache. 100-äugiger Drache, ein Finsternis und ein oder mehr Nicht-Empfänger. Das ist 8. Einmal pro Zug kannst du ein Finsternis-Effekt-Monster der Stufe 6 oder niedriger von deinem Friedhof aus dem Spiel entfernen, um diesen Effekt zu aktivieren. Der Name dieser Karte wird wie das aus dem Spiel entfernte Effektmonster behandelt und erhält dieselben Effekte bis zu Endphase des Spielzuges. Okay. Wird diese Karte zerstört und auf den Friedhof geschickt, füge einen erdgebundenen und sterblichen aus deinem Deck deiner Hand hinzu. Oder wir können noch Verbündete der Gerechtigkeit entscheidende Waffen vielleicht haben für einen Empfänger und zwei oder mehr Nicht-Empfänger-Monster. 3300. Falls du gegen ein offenes Lichtmonster kontrolliert, kannst du einen der folgenden Effekte einmal pro Zug aktivieren. Zerstöre eine offene Karte auf der gegnerischen Feldseite. Wirf eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof ab, um alle Zauber- und Fallenkarten auf der gegnerischen Spielfeldseite zu zerstören. Wow. Oder wirf deine Hand auf den Friedhof ab, siehe die gegnerische Hand an und schicke alle Lichtmonster dort in den Friedhof. Dann füge dem Gegner so viel Schaden zu, wie die addierten ATK der auf dem Friedhof geschickten Monster ergeben. Okay. Jesus. Wir haben außerdem noch Brüllgottheit Luri und Fallenfresser. Diese Karte kann nicht nach Normalbeschwörung beschworen werden oder gesetzt werden. Diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden, außerdem da ein offenes und auch eine Fallenkarte, die deinen Gegner kontrolliert auf dem Friedhof ist. Okay. Jesus Christ, wo fangen wir denn da an? Boah. Friggin' hell. Ich schätze, wir ziehen erstmal. Verlockung der Finsternis, dafür ist sie ja da. So, wir müssen aber auch eine abwerfen. Und das Sinnvollste, was wir hier abwerfen, ist. Ja, ne? Ewig infernaler Zerstörer. Goodbye, ewig infernaler Zerstörer. Dann haben wir nämlich die Flucht aus der finsteren Dimension, womit wir den zurückholen können. Ups. Das Tier will ich nicht kennen, ja. So, okay. Die Ehrung der Verdammten können wir im Grunde auch immer aktivieren. Wir können ja unseren Luri hier werfen und dann sollte der in der Lage sein, sich zu beschwören. Oh Moment, wen kennen wir denn jetzt? Der Einbildungsherrscher wird mit seinem Effekt natürlich ein Problem. Und er hier. Aber er kommt wie. Ja, wir müssen den zerstören. Killen wir mal den Christa. Dann kommt Luri wieder aufs Feld. Yay. So, und dann sollten wir sein Viech mit den autonomen Eingreiftruppen nicht klauen können. So viele Lebensmodelle haben wir ja noch. Ja. Ich sag Erzherrscher Christa.
Cool, jetzt haben wir das Ding. War das relevant? Okay, dann holen wir uns Genex-Fähig hier und dann synchronisieren wir mal eine Runde. Den Verbündeten der Gerechtigkeit entscheidende Waffen, ne? Kann ja lustig werden. Okay. Zack, zack, zack. Synchro what? Kommen wir von dem Ding, ist offensichtlich, was hier eine Schlüsselrolle spielen werden kann. So. Dann. Moment, lass mich überlegen, was richtig? Scheiße. Ist richtig? Ich werde es gleich herausfinden, schätze ich. Wir killen mal an zu den Gravity Bands und holen diesen lustigen Fallenfresser hier raus. Nee, ich nichts drauf aktivieren. So. Reicht eigentlich, oder? Jesus Christ. Okay, dann benutzen wir mal unsere coole Degradierung hier, weil haben wir ja noch. Und gucken, dass der hier wenig genug Stufe hat. Zack. So, jetzt hat er 4. Okay. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das funktioniert. Goddammit, das sind viel zu viele Effekte, mit denen ich wieder viel zu wenig Erfahrung habe, mit denen wir hier arbeiten müssen. Ja doch, okay. Also dann, rufen wir den 100-äugigen Drachen, weil die Stufen hier stimmen. Jetzt. So, Synchro. Ja. Angriffsposition, zack. Und dann wollen wir diesen nervigen. Und dann wollen wir diesen nervigen Kräfteraum permanenten Fallenunfug da loswerden. So, jetzt sind unsere Kräfte nicht mehr geraubt. Das ist doch schon mal sehr viel wert. Ja, ne? Dann müssen wir alle Zauberfallen auf der gegnerischen Seite killen. Und das ging. Ja, einfach so, ohne jeglichen weiteren einschränkenden Effekt durch den Verbündeten der Gerechtigkeit. Sehr gut. Das Ding noch nie gespielt, Jesus. Ja. Und dann. Ja. Aktivieren wir noch den 100-äugigen Drachen. Und schmeißen mit dem ewig infernalen Zerstörer um uns. Ja, okay. Soweit so gut. Dann müsste es jetzt soweit sein. Ich hoffe, nichts vergessen zu haben. Dann greifen wir es mit dem ewig infernalen Zerstörer an. Tobias, na dann, herzlich willkommen im Stream. Schön, dich zu sehen. Und der Effekt triggert jetzt 1600 Punkte Schaden. Boah, genau, null. Jesus Christ, ey. Ich bin froh, dass wir das in irgendeiner Form direkt geschafft haben. Übrigens, das war, Jesus. Ich glaube, ich mache erstmal Pause, bevor ich die anderen beiden Rätsel mache. 1600, Abschlussbonus, Siegesbonus 30. War mehr Glück als Verstand, ganz ehrlich. Kann ich nie anders sagen. Die Hälfte dieser Karten habe ich jetzt nur so kombiniert, wie sie sich haben aktivieren lassen. Der einzige Vorteil in diesem Rätsel ist, dass man alle Karten gebraucht hat. Rätsel, in denen man alle Karten braucht, sind immer dadurch einfacher, dass man wirklich alle Karten braucht. Wenn irgendwelche Fake-Out-Karten dazwischen gelegen hätten, die ich jetzt auch einfach aktiviert hätte, die man aber nicht gebraucht hätte, dann wäre das nicht First Try gewesen. Wie zu Koko hast du das geschafft? Ja, beeindruckend. Danke, bitte, gerne. Was kriegen wir denn dieses Mal als Belohnung?
Ach ja. Leuchtend schwarzes C. Ah, gib jetzt noch nicht auf, okay? Ja, wer zum besten Land aller Zeichen. Irgendwann, später mal. Du bist ein Spielverderber. Wie willst du denn ohne Jungs im guten Galanten werden? Halt die Klappe, ich habe 3 deiner Rätsel gerade gelöst. Tobias, danke für 30 Bits. Wie geht's dir, Tobias? Wie war deine Woche soweit? Wie war dein Wochenende? Haben wir am Montag gar nicht gestreamt. Das falsche C, das hohe C. So, dann war ich immer noch auf der Suche nach wichtigen NPCs, von denen ich nicht genau weiß, wo sie sich aufhalten. Also müssen wir mal ein bisschen auf die Suche gehen, befürchte ich. Das ist auf jeden Fall kein wichtiger NPC. Hier vorne konnten wir die Stadt ja, glaube ich, schon verlassen. In der Hütte wird es ja schon hoffentlich niemand sein, von denen, die wir suchen. Achso, jetzt muss ich mal gerade schnell nochmal in die Liste reingucken. Wen brauchen wir denn alles? Also wir müssen noch... Ach ja, da ist doch einer davon. Wir müssen noch Leo finden, wollte ich gerade sagen. Und da ist er auch schon. Wir haben ihn bisher nicht ein einziges Mal besiegt. Also wir müssen ihn tatsächlich 3-mal besiegen. Und wir haben hier Luna, die uns auch zur Welt der Geister schicken kann, wie ich gerade gesehen habe. Das wird sicherlich auch nochmal in irgendeiner Form relevant werden. Dann duellieren wir uns doch jetzt erstmal mit Mr. Leo. Ja, duellieren wir uns. Diesmal werde ich dich schlagen. Alles klar. Maxi wird verboten. Das kann Maxi noch gleich. Da haben Maxis Staple in allen Decks. Okay. Reichen 2 Maxi nicht auch? Ja, scheinbar nicht, wa? Die Woche war bislang gut. Langes Wochenende. Das freut mich, Tobias. Ich muss weiter arbeiten. Da will ich nicht drum rumkommen. Aber viele unserer Teilnehmer haben langes Wochenende, also wird nicht viel los sein. Morphotronisches Radio. Und eine verdeckte. Ja. Ich schätze, da kann ich mitarbeiten. Dann Gehirn, kontrollieren wir doch einfach mal dein Radio. Gib mal her das Ding. Ich bin mir sicher, das brauchst du nicht, also opfern wir das mal für unsere Finsternis. Maxi kann Effekte von der Hand aufhalten. Ist unfair, das Monster. Ah, okay, so ein Ding. Eine Handfalle. Uah, sagt er da. Dann setzen wir mal diese Spiegelkraft für zukünftige Nutzen und so weit, so gut. Schauen wir mal, welche komischen morphotronischen Monster er nutzt, um uns aufzuhalten. Okay, er benutzt einen nicht so morphotronischen Blitzeinschlag, um es aufzuhalten. Das ist natürlich auch eine Option. Morphotronischer Beschleuniger. Das fände ich sehr fies. Hat aber auch keine Monster mehr, die er jetzt benutzen kann nach dem Abwerfen und dem Zerstören seines Monsters. Das ist natürlich sehr traurig. Schon fertig, dein Fortune's Lady? Ne, ist leider nicht ganz fertig. Ich hab's nur halbwegs spielbar jetzt gebaut. Es fehlt immer noch eine absolut wichtige Schlüsselkarte, weil wir haben kein Allure of Darkness. Und das wäre wunderschön, Allure of Darkness zu haben in diesem Deck. Einfach nur, um mehr und schneller ziehen zu können. Ansonsten brickt man sich mit den Fortune Ladies gerne mal, wenn man einfach schlecht gezogen hat. Sehr gut. Ja, dann hätte ich hier einmal Terraforming im Angebot. Und dann terraformen wir uns einmal die Zukunftsvisionen raus. So, und dann hätte ich hier den Chaos-Hexer im Angebot. Tschüss Licht. Tschüss Finsternis. Let's go Chaos-Hexer. Also die Handtraps einfach nur... generell, Handtraps sind schon eine ziemlich nervige Erfindung allgemein gewesen, ja. Mit Honest hat's angefangen und danach wurde es nicht besser. Dong! So, ein Morphotronisch-Monster weniger verwählt und dann setzen wir die Zukunftsvision mit raus, um uns zu beschützen. Schwupp! Zukunftsvision. Einfach ist. Tag Force 4 habe ich auf Fortune Ladies gebaut. Das klingt doch gut. Ich meine mich zu entsinnen, dass ich in Tag Force 4 damals auch mit Fortune Ladies gespielt habe. Eine Fernbedienung im Angriffsmodus. Die darf sich direkt mal freudig entfernen. Darf Revan! Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Schön, dich zu sehen. Hast du bis gerade geschlafen oder was ist los? Hast du Nachtschicht? Wie geht's dir, Darf Revan? Alles gut bei dir? Tja,
Kannst du wohl beschwören, einfach mal die Schicksalsdame Feuer für zukünftigen Nutzen, ne? Schwumm! Goodbye, Schicksalsdame Feuer, bis später. Chaos-Hexer! Haha, glaubst du, dass du hiermit fertig wirst? Das sieht soweit auch ganz gut aus. Zukunftsvisionen geben ihm jetzt seine komische Fernbedienung zurück. Die er damit dann auch gleich mal einsetzt. Holt sich ein morphotronisches Cellphone. Stunden später denkt die Kette immer noch nach. Setzt was vielleicht in die Verteidigung. Und wir rein in die Verteidigung. Eine Wind! Zukunftsvisionen beschwören uns unsere Feuer zurück. So, dann holen wir uns mal noch die Wind für zukünftigen Nutzen mit dazu. So, du killst mal hier den morphotronischen Unfug auf diese Seite. Und sie wird da sowieso nicht durchkommen, also lassen wir das mal. Wir hätten wirklich noch eine Jacke mitnehmen sollen. Echt, ist so kühl da oben. Ich dachte, dort sollte so warm werden, aber gut, ist jetzt auch schon spät, wa? Ist wahrscheinlich inzwischen deutlich abgekühlt jetzt ohne Sonne und alles. Ja, verdeckte Verteidigungskarten. Gehen wir doch auf den Keks, Junge. Mein Gott, und noch mehr verdeckte Karten. Top-Deck Zwangsevakuierungsgerät, das ist ganz nett. Zwingungsvision gibt uns unsere Wind wieder. Beide stärken ihre ATK ein bisschen. Das setzen wir schon für später raus. Dann schauen wir noch mal, was wir da drüben haben. Auf der einen Seite liegt hier das morphotronische Cellphone. Das hätte man sich eigentlich denken können, ne? Und auf der anderen Seite liegt hier... Na toll, ein morphotronisches Mikroskop. Und durch das kommen wir in der Tat nicht durch. Wir können Tragödie beschwören, aber... lass mal leider. Okay, Mr. Leo ist am Zug. Mr. Leo darf einen gespeedeten Zug haben, weil er immer so lange nachdenkt. Ein morphotronisches Brett, das sich gleich mal in die weiten Entfernungen des Nichts begeben darf. Zukunftsvision. Und das Wasser noch, sonst hat er scheinbar nichts. Licht, hey, wunderschön. Effekt aktiviert, Effekt aktiviert. So, jetzt sind wir da sowieso stark genug für, also lassen wir die Lichter in der Hinterhand für den Fall, dass hier noch irgendwas passieren sollte. Stirb, morphotronisches Mikroskop und bete, ah ja, Chaos-Hexer! Du wirst nicht warm, das ist ärgerlich. Ich bin durstig. Mann, verloren, übel. Du gewinnst, Siegesbonus, Duell-Landen-Bonus, Duell-Bonus, Gesamtbonus, Schlüsselkarten-Bonus, Bonus-Bonus. Bonus, wir haben 1 Million DP gesammelt. Ach Mann, fast hätte ich dich gehabt. Das Duell hat aber wirklich Spaß gemacht. Mal 1 Jahr gebetet. Warum hast du 1 Jahr gebetet? Das ist doch langweilig auf Dauer. Ist mir schon nach 10 Minuten zu doof. Ja, duellieren wir uns. Diesmal werde ich dich schlagen, nochmal. Einmal müssen wir, glaube ich, noch. Ich meine, einen Sieg gegen ihn hatten wir schon, also, ja, ne? Oder hatten wir 0 bisher gegen ihn? Schauen wir mal. Kevin, Abend, herzlich willkommen im Stream, mach's dir bequem. Alles gut bei dir. Ich habe nichts, was ich spielen kann, das ist eine Tragödie! Captain spielt sein morphotronisches Mikroskop in Angriffsmodus und beschwört sich ein Radio dazu. Synchro, what? Ach Gott, Werkzeugdrache in Turn 1, ekelhaft. Werkzeugdrache. Kriegt's. Ein Doppelwerkzeug S und B ausgerüstet. Alles klar. Und ein Doppelwerkzeug S und B ausgerüstet. Au! Das ist eine Menge Damage. Ja, kommt immer mal eine Tragödie aufs Feld. Muss ich ja jetzt mindestens lohnen, ne?
Das ist das Kind. Und Raketenbilder. Alles klar, hau raus. Jesus Christ, man kann es übertreiben, Junge. Licht, nice. So, ich hatte hier eine Schicksalssammellicht. Tor zu einer anderen Dimension. Ja, bitte, gerne, danke. Nimm mal den Werkzeugdrachen und tu den sonst wohin. Und ich nehme diese Licht und tu die sonst wohin. Bye, bye. Tschüss, Doppelwerkzeug, Doppelwerkzeug und Raketenbilder. Ja, in der Tat möchte ich gerne den Effekt von Licht aktivieren. Das wäre jetzt gerade echt nicht schlecht. Und dann holen wir uns doch einfach mal die Schicksalsdame Erde raus. Für dicke Schläge in die Fresse. Und beide 2400. Hahaha, glaubst du, dass du hiermit fertig wirst? Tragödia, Angriff. Und du mir so viel Schaden, das mache ich auch so viel Schaden. Und Erde 2400. Sehr schön. So muss er aussehen. Habe ich schon erwähnt, dass wir Erde jetzt als Follower-Emote haben, das alle benutzen können? Eine verdeckte. Noch eine Zauberfallenkarte, die kriegen wir leider gerade nicht weg, ärgerlich. Zukunftsvision helfen uns gerade nicht wirklich. Einmal Burn Damage von Erde. Ja, hoffen wir aufs Beste, wa? Tragödie, Angriff. In die Spiegelkraft, natürlich. Okay, Main Phase 2. Dann hätte ich Zukunftsvisionen zu aktivieren. So. Okay, das war's. Und dann setzen wir uns eine Schicksalsdame Feuer aufs Fels. Ein Fels. Captain Leon Zug. Leo, spielt was in die verdeckte Verteidigung. Das war's. Soweit so gut. Das ist gut. Zug des Schicksals. Nicht so richtig sinnvolles leider gezogen, aber. Ich schätze, kann immer schlimmer sein. Entfernt, aber dann holen wir uns eine Finsternis. So, Captain Leo, wieder im Zug. Captain Leo, spielt ein Radio, das dann gleich mal entfernt wird. Und das war's. Zugungsvision geben uns Finsternis zurück. Ja, ich hätte gerne Feuer schon mal für die Zukunft. Goodbye, Feuer. Was haben wir denn hier Feines? Ein Cellphone. It's dead now. Finsternis, aktiviert ihren Effekt. Und Finsternis holt uns Erde. Das ist das Kind. Und da haben wir einen morphotronischen Magnet. Und dann holt Finsternis uns auch noch... Wir können Feuer rausholen, das bringt uns herzlich wenig. Wir können Licht rausholen, das bringt uns herzlich wenig. Aber bringen uns ja Feuer raus. Dazu müssen wir Angriff. 400! Unglaubliche Damage-Punkte. Yay. Ja, so weit, so gut. Mr. Leo am Zug. Mr. Leo kriegt sein Monster wieder zurück. Spielt ein Mikroskop, das allerdings auch freudig entfernt wird. Unser Mikroskop killt tatsächlich fieserweise unsere Aura Feuer. Ich denke, das ist aber okay, dafür liegt der Angriffsmodus. Und Zukunftsvision holt uns unsere Feuer zurück. Ja, Level Up von unserer Schicksalsdamen. Und das soll es dann gewesen sein, ne? Schicksalsdame Erde, volle Breitseite, genießt den Schmerz! 1000! Ne, muss nicht aktivieren, ist schon okay. Dann nach Finsternis mal den letzten Schlag machen. Bitte! Ah ja! Ich bin durstig.
Mann, verloren, wie übel. Siegesbonus, Duellantenbonus, Duellbonus, Gesamtbonus, mehrere Zwiebel, Siegebonus, Schlüsselkartenbonus, Bonus, 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 Bonus. Ja, wusste ich auch. Wusste ich es immer gut. Och Mann, fast hätte ich dich gehabt, bla bla bla. Wie sieht's denn aus? Nein, wir hatten nur zwei gegen ihn, okay. Na gut, wie wär's denn, wenn wir mal wieder dein Deck ändern? Wir haben jetzt den ganzen Abend soweit nur mit den Schicksalsdamen gespielt. Zwischendurch dürfen sie mal wieder auf die Bank, dann können wir wieder was anderes verwenden. Wie zum Beispiel, was haben wir denn noch im Angebot? Wir hätten hier ein obligatorisches Deck, das wir mal dagegen verwenden können. Könnte aber auch übel sein, das zu benutzen. Das obligatorische Deck ist obligatorisch und nicht so, wie es hätte werden sollen, aber die Karten, die ich hätte wirklich reintun wollen, haben wir leider nicht und können wir nicht einfach so kriegen. Also es ist dieses Deck geworden, das auf obligatorische Art und Weise trotzdem irgendwie funktionieren muss, schätze ich. Schauen wir mal, was das für eine Katastrophe wird. Ja, duellieren wir uns. Diesmal wird er uns schlagen. Vielleicht tatsächlich. Das Deck ist noch gänzlich ungetestet. Das ist momentan eigentlich mehr eine Zusammenwürftung als ein getestetes, geplantes Deck. Schauen wir mal. Ich hoffe, es funktioniert irgendwie. Welch Schwarten, wir stecken geblieben, ne? Ah ja, okay. Also, da hätten wir... Es fehlt noch, es hätte einen ganz anderen Aufbau haben sollen in meinem Grundgedanken hinter diesem Deck. In meinem Grundgedanken hinter diesem Deck hätte es eigentlich, letztes Angebot und hier roter Apparat, grüner Apparat, gelber Apparat und sowas spielen sollen. Du hast den legendären Jiu-Jitsu-Meister gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Der legendäre Jiu-Jitsu-Meister ist ein fieses Viech und schmeißt dein Monster einfach wieder oben auf dein Deck zurück. Ha, ha. Ach, Torwächter, ja nice. Okay, dann spielen wir mal den Kartenkavalleristen. Und geben mal Feuer frei. Du bleibst bitte in Verteidigung liegen. Aha, glaubst du, dass du hiermit fertig wirst? Dong! Jo, Kartenkavallerist. Wird er den wahrscheinlich killen, gehe ich mal schwer von aus. The Radio is back. Und The Radio attackiert den Kartenkavalleristen und gibt uns eine neue Handkarte, die da wäre. Noch eine Ratte. Great Killer, Navent, herzlich willkommen im Stream. Alles gut bei dir? Ja, dann würde ich sagen, spielen wir mal diese Spiegelkraft, die wir gerade gezogen haben. Und hätten hier eine Ratte. Ich Torwächter. Ja, wir haben Torwächter für Hans. Der Torwächter ist da. Er denkt wieder eine Ewigkeit nach. Mit einer morphotronischen Fernbedienung. Und er ist Synchro Summon zum Werkzeugdrachen. Das ist nicht so freundlich. Werkzeugdrache. Attackiert unseren armen Jiu-Jitsu-Meister. Wait. What? Aber... Hä? Triggert der Effekt gegen den nicht, weil der aufs Deck gelegt werden musste? Wird er dann nicht einfach hier oben auf das Extra-Deck zurückgelegt? I don't know. Ich will's wissen. Ich hatte ja eigentlich vor, den per Spielkraft zu killen und gleich zu opfern, aber ich will's jetzt wissen, ob der Effekt triggert oder nicht. Ja. Ja. Goodbye, Werkzeugdrache. Nice. War der mal gut, der Werkzeugdrache? Ja, also er ist jetzt nicht schlecht. Er ist definitiv nicht der stärkste der ursprünglichen Drachen. Das Problem ist halt immer noch, dass Ausrüstungen halt für viel zu viele Entfernungseffekte zu anfällig sind. Und grundsätzlich spielbar ist er eigentlich schon. Man kann mit dem ordentlich Schaden machen. So einmal für ordentlich Burst ist er theoretisch gut. Werkzeugdrache OTK ist nice. Ja, wie gesagt, für einmal so richtig Burst ist er gut. Kann man machen. Ja, dann frisst man hier 1400 und 1400 durch die Rattenarmee. Aktiviert da hinten wird nichts. Das finde ich theoretisch ja schon mal sehr gut. Dong!
Mr. Leo am Zug. Mr. Leo spielt einen morphotronischen Magneten. Und dann macht er erstmal gar nichts. Okay. Wir haben Sangha des Donners. Falls dein Gegner ein offenes Monster kontrolliert, kann diese Karte nur sein Monster mit den höchsten ATK angreifen. Okay, merkwürdig. Ist das ein Lichtmonster? Ne, ist ein Erdmonster. Huh. Okay. Dann aktivieren wir mal die wertvollen Karten aus dem Jenseits. Und dann habe ich hier den Sangha des Donners. Samo! Und die wertvollen Karten aus dem Jenseits geben uns noch ein paar wertvolle Dinge. Jetzt Feierabend. Morphotronische Sperre. Okay. Vier oder höher, den Gegner kontrolliert wieder angreifen und die Kampfposition ändern. Cool. Das ist ja ein Traum. Sechs unterwegs, morgen dieselben Zeiten. Echt? Am Feiertag dieselben Zeiten? Das ist ja fies. Klingt ja nicht so geil, Create. Bist du denn sonst mindestens fit heute? Auch wenn du unter schlimmen Arbeitszeiten zu leiden scheinst. Suijin zurückzuholen ist ja relativ sinnbefreit. Wir können den Kartenkavalleristen holen, der wäre auch tatsächlich ziemlich gut in dem Fall. Schätze ich, läuft auf den hinaus, wa? Call of the Haunted! Bei der Jiu-Jitsu-Meister grundsätzlich 1-3. Der hier hat nur 400, der wird so schnell sterben. Es war ein bisschen ekelhaft, den Jiu-Jitsu-Meister für Angriffe zu benutzen, aber ich glaube, der ist im Endeffekt die bessere Wahl. Weil er im gegnerischen Zug auch ein paar ATK hat, die morphotronischen Monster kommen, auch noch über 400 mit ihren Gammelmonstern. Okay, keine weiteren Fallen, die da noch irgendwas verhindern konnten. Zack, 2600. Oh shit, ich habe überhaupt keine Normalbeschwörung gemacht. I'm an idiot. Wir hätten locker gewinnen können, diese Runde. Good job me. Das ist das Kind. Ah! Was? Jetzt feierliches Urteil? Ein bisschen spät dafür. Naja, okay. Ach, bitte einfach. Damit. Ich schätze, das habe ich verdient. Wir hätten gewonnen haben können. So, Spielkraft. Okay, das will ich. Gewinnen wir halt nächste Runde. So, jetzt hat er keine Monster mehr. Okay. Riesenratte aufs Feld. Und weil es so viel Spaß macht, Gigantes aufs Feld. Brattelfeiß. Komm, bitte, ah ja. Ich bin durstig. Du gewinnst. Wieso sind KI so lost, weil es die KI ist? Die machen halt, was sie sehen.